So Leute, heute zeige ich euch mal kurz den Bug von Fishy Fizz, Fizzy Fizzy. Der Fizz hat einen E-Bug, sein E funktioniert. Also wenn man in den Tower geht und mit E rausjumpt, kriegt man trotz des Rausjumpens Schaden. Nito ist noch mit dabei. Moin, moin. Und ich will euch jetzt einmal mal zeigen. Also das heißt, wenn man aus dem Tower hier normalerweise bei dem Shot mit E rausgeht, kriegt man keinen Schaden, weil das so mäßig abbricht, der Tower Shot oder verschwindet. Aber durch den neuen Patch 4.2 ist halt der Bug drinne, dass man Fizz sein E den Damage leider nicht mehr blockt, sondern er kriegt den vollen Schaden vom Turret. Jetzt können wir das mal sehen. So, also habt ihr gesehen, haben wir den Schaden gekriegt. Und dann testen wir das nochmal, damit man das auch mal sieht. Wir machen das jetzt auch nochmal früher. Ja, und wir haben trotzdem den Schaden gekriegt. Das heißt, der Bug ist da durch den Patch. Ich hoffe, das berichtet, wie nennt man das? Bereinigt, genau. Bereinigt das Riot hoffentlich. Ich krieg immer wieder den Schaden. Kann man nichts mehr machen. Das heißt, bloß kein Fizz spielen, weil der nicht deaktiviert ist, ist das so ziemlich blöd. Für die Leute, die denken, jetzt, okay, lass mal Fizz spielen und dann gehe ich in die Mitte und dive den kurz, jump dann raus mit 20 HP, denk, wow, geil, ich habe überlebt, aber nix da. Damage ist trotzdem da, habt ihr mal gesehen, das ist der E-Bug durch den neuen Patch 4.2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Minuten.